Natürlich respektiere ich die minutiöse Ausführung, aber Sie tragen einen hervorragend geschneiderten Personenanzug. Sprechen Sie über mich als Personenanzug mit Ihren Psychiaterfreunden? Vielleicht ist es weniger ein Personenanzug als eher eine Art menschlicher Schleier. Es muss einsam sein. Kein Plattendeal bei einem Erfolgslabel, denn mein Name ist das Antonym zu einem Goldesel, weil ich weder Crow-ähnlich noch genug prolig bin und ich behandle auch keine jugendlichen Problemchen. Ich hämmer rostige Nägel in eure Holzschädel und baue ein paar Bomben hinter geschlossenen Rollläden. Was ich hobbymäßig leiste, bringt mir keine Moneten, aber dafür will mich die gesamte Szene tot sehen. Bleib dir mal overhyped, ich bleibe lieber underrated, denn so kannst du aus dem Schatten steigen und sie alle rapen. Achtung Mama, platt, ich fall in Kannibalenrage. Das ist ein Pro-Ripper Platte, also was hast du erwartet? Romantische Thematik in theatralischem Rahmen, aber ich lenke das Ghost-Chip mitten in die Titanic. Eure Zeilen posten ein paar Vorzeige-Idioten, um sich eine Handvoll Instagram-Fotolikes zu holen. Mich zitieren Signaturen in Borderliner-Foren. Ich bin exobiologisch wie in Kornkreisen geboren. Doktor, gib mir bitte einen Chor, eine Viole, und ich verschaffe der Szene ein paar Cholera-Symptome. Und schon bald gibt's in deiner dopen Cypher Tote. Meine Mucke gründe deutschlandweite Moorleichenregionen. Nach dieser nonkonformen Strophe bringt nicht einmal eine Dosis Paracetamol den Kopf wieder in Ordnung. Ich sehe gesichtslos im Mittelpunkt. Du bist schwer verwundet und ich nehme die Witterung. Du fließt durch den Wald bis in das Dickicht und ich verfolge dich bis in deinen tiefsten Alp. Ich spiegel das Grauen wie der Candyman, der gesellschaftliche Abschaum wie Leatherface. Du hast nur noch Rauschen vor Augen auf der Sehfrequenz und ich tauche aus dem Nebel auf wie der Slenderman. Ich will keine nervtötende Drecksdiskussion und Regelprobleme mit öffentlicher Exekution. Ein verschwörerischer Sektendespot, der messerscharfe Lines à la Nesmuk vertot. In meinen Texten glänzt die permanente Diabolik und du hältst mich nach wie vor für keine ernsthafte Bedrohung. Ja, dann mess ich mit dem Ripper und du endest katatonisch. Der Länge nach am Boden zwischen Pentagramm-Symbolen unter Keller-Asynkrot in einer Menge Misanthropen. Du rappst märchenhafte Strophen, nicht nur Splatter-Anekdoten. Und als Fazit dieser Kettenreaktionen versagen unter schmerzhaften Visionen deine Nervenbahnfunktionen. Und natürlich bin ich SZMK bis zum Ende. Wie kannst du es wagen, es überhaupt nicht Frage zu stellen, wenn ich ein paar Liker durch Facebook-Eskapaden verbrelle und sie sich abwenden wegen so ein paar Bagatellen, dann war das nie der harte Kern meiner Fanbase. Denn der versteht die Quintessenz von Amelancia Canadensis, weil er lange nicht so impertinent ist wie die, die denken, dass ich mich nach einem Liebeslied gleich meinem Stil entfremde. Ich hatte nie vor, mein Potenzial zu verschwenden und mach kein auf Bacta Eli und sozialkritisch rappen. Ich bleib lieber Deutschlands Hannibal Lecter, der den Wahnsinn verfällt und breche das Rückgrat der Gesellschaft. Ich seh gesichtslos im Mittelpunkt, du bist schwer verwundet und ich nehme die Witterung. Du fließt durch den Wald bis in das Dickicht und ich verfolge dich bis in deinen tiefsten Alp. Ich spiegel das Grauen wie der Candyman, der gesellschaftliche Abschaum wie Leatherface. Du hast nur noch Rauschen vor Augen auf der Sehfrequenz und ich tauche aus dem Nebel auf wie der... Ich seh gesichtslos im Mittelpunkt, du bist schwer verwundet und ich nehme die Witterung. Du fließt durch den Wald bis in das Dickicht und ich verfolge dich bis in deinen tiefsten Alp. Ich spiegel das Grauen wie der Candyman, der gesellschaftliche Abschaum wie Leatherface.